Hallo ihr Lieben und ein Willkommen zu mir. Ein schönes Hallo, Hallo, Hallo. Heute bin ich wieder hier und möchte kurz was geben, nämlich einen schönen Erdengruß. Das heißt, die Erde möchte was arbeiten und möchte mit uns reden. Das heißt, die Erde kann was arbeiten. Das heißt, die Erde hat was zu tun in unserem Leben, nämlich zu reden, weil die Erde redet. Und das müsst ihr lernen, weil die Erde hat geredet, nämlich Rechte. Das bedeutet, die Erde kann was sagen, was ihr nicht sagen werdet, weil die Erde spielt nicht mit euch, sondern die Erde hat einen Flug, nee, keinen Flug, sondern jemanden nicht gemocht, nämlich die Helfer. Das heißt, da gehen Leute in das Feld der Erde, die nicht arbeiten dürfen, nämlich über die letzten 3 Jahre. Und das bedeutet, dass die Erde was hat, was sie nicht mag, nämlich zuzumachen, weil sie zumachen muss und es deswegen schwer ist, gerade mit der Erde zu reden und zu arbeiten. Und damit sage ich, es ist schwer, gerade mit der Erde zu reden, weil das Rechtler ein neues Rechtler wird und ihr verstehen müsst, dass das rechtlich nicht arbeiten gehen darf. Das heißt, das hier ist ein Ascension-Video und damit sage ich, ja, es gibt Ascension und es gibt den Aufstieg, weil es den Aufstieg gibt, weil wir uns entwickeln müssen, nämlich bewusster zu werden. Und das ist der Aufstieg. Bewusstseinsentwicklung ist Aufstieg. Und das heißt, wir erhöhen das Feld und wir erhöhen unsere eigene Schwingung durch die Verdankung und der Höhe der Heilung. Das heißt, wenn wir höher gehen und heilen, nämlich in der Heilung weiterkommen in unserem Leben, gehen wir in eine höhere Frequenz, weil wir nicht so dicht sind und nicht so schwer bepackt sind. Und das bedeutet, ihr könnt was verstehen, weil die Erde sagt, sie muss heilen, weil sie so kaputt gegangen ist in den letzten 3 Jahren. Und sie ist kaputt gegangen durch das Melter. Und damit sage ich jetzt was, was die Leute nicht verstehen und was manche Leute nicht verstehen würden, weil sie nicht diese Begriffe und Dinge kennen, die ich rechte. Das heißt, ich habe was zu tun mit der Erde, weil ich mit der Erde arbeite und ich sage, ich bin Lichtarbeiter, aber ich bin Lichtarbeiter. Und sage, ich werde es weiterhin sagen, weil ich sage, ich bringe Licht ins Leben, bei denen das dunkel ist. Das heißt, ich hole was zurück, wo der Fehler liegt, weil ich sage, ich arbeite den Emotion Code und das bedeutet, da kommt was Lichtes rein und es löst sich was Krankes, was gehen kann, weil wir es nicht mehr brauchen. Und damit sage ich, ich arbeite was, wo wir lernen können, weil wir Trauma arbeiten können und aus Trauma lö, ja, nee, geht. Das geht schwer, da sollen wir lösen, weil wir Trauma liegen lassen müssen. Das heißt, wir müssen das Trauma nicht arbeiten, sondern können aus dem Trauma rausgehen und das Trauma lösen, wenn wir Trauma gehabt haben. Und es das bedeutet, dass das richtig schön arbeitet, wenn man ihn kann. Das heißt, man kann damit arbeiten und loslösen, sich von dem befreien, was man mal gehabt hat, um weiterhin leben zu können. Und das ist eine super Unterstützung. Und da sage ich kurz zur Erde, die Erde sagt, ich heile gerade, lasst mich in Ruhe und arbeitet nicht in meiner Rechte. Das heißt, die Erde hat eine hohe Rechte. Die Erde hat eine Frequenz und das verstehen ganz viele süße Kleine, nämlich die Kinder, dass die Erde was arbeitet und die Kinder arbeiten ganz häufig in der Erde, wenn sie reden. Das heißt, wenn die Kinder reden und spielen, müsst ihr mal zuhören, weil sie mit der Erde arbeiten. Das ist süß, was es ist, wenn sie draußen im Feld sitzen oder mit der Erde sind. Ja, wenn sie mit der Erde spielen. Das ist ganz süß, was manche Kinder sind. Deswegen bewahrt den Kindern dieses Leben, wenn sie mit anderen Rechtlern reden. Das heißt, wenn sie in andere Sphären sind. Das heißt, da können sie arbeiten gehen und lasst sie da gesund. Das bedeutet, ihr sollt sie gesund lassen und so lassen, wie sie sind, wenn sie durchkommen und ihnen hohen Schutz geben und sie entwickeln lassen in der Natur, in der sie gekommen sind. Das heißt, ihr gebt ihnen Unterstützung, um zu lernen, zu gesund zu arbeiten und zu strukturieren und zu verstehen, wie man hier gut arbeiten gehen kann und sich entwickeln kann, nämlich gesund. Und damit müsst ihr lernen, wie Kinder arbeiten, weil ihr lernen müsst, dass Kinder anders sind als Erwachsene und einen anderen Zugang zu höheren Ebenen haben. Und diese Zugänge müssen beschützt werden vor solchen, die sie arbeiten wollen. Das heißt, ihr müsst verstehen, was es ist und das ist eklig, was manche Menschen sind. Und damit müsst ihr verstehen, wo ihr arbeiten könnt, weil ihr höher gehen könnt und sagen könnt, das Leben ist süß, ich kann es verstehen und ich kann verstehen, wo wir arbeiten gehen müssen, nämlich im Kinderschutz. Und das bedeutet, da ist ganz viel hoher Kinderschutz notwendig, um ihn zu arbeiten und den müsst ihr verstehen, weil der Kinderschutz hoch sein muss, weil wir so viele hohe Kinder auf der Erde haben, die gekommen sind, um uns zu hören und uns zu helfen, weil die Kinder hoch und heilig sind. Das heißt, ihr müsst lernen, wo die Kinder nicht kommen. Ja, da kriege ich Angst, weil die Kinder kaputt gehen. Das heißt, die Eltern haben nicht verstanden, wie sie arbeiten müssen in den letzten 8 Jahren. Das hätte anders arbeiten müssen. Und da sind ganz viele Fehler unterlaufen, die nicht hätten arbeiten dürfen, weil die falschen Rechtler reden. Das heißt, da sind welche, die nicht wissen, wie wir gebaut sind oder warum wir gebaut sind, wie wir gebaut sind, damit wir so leben können, wie wir bauten. Wie wir bauten. Das heißt, ihr müsst verstehen, wo die Evolution noch nicht stattgefunden hat, weil man lernen kann von Spiritualität, wo wir evolutionieren. Das heißt, man kann dann lernen und verstehen, weil wir Rechte brauchen. Wir brauchen Rechte, damit man uns nicht kaputt macht. Und es das bedeutet, dass niemand bei jemand anderem was im Feld zu suchen hat. Niemand. Niemand.
Und damit sage ich, ein Heiler geht rein mit der höchsten Intention, aber nur mit der Erlaubnis des anderen oder der Unterstützung des Oben, indem das höhere Selbst erlaubt und sagt, ja, die Heilung muss gegeben werden, aber ich gehe nicht ins Feld, sondern gebe die Heilung durch und gebe die Heilung durch. Das heißt, die Heilungsarbeit ist eine ganz andere Arbeit als andere Rechten. Das heißt, ihr müsst verstehen, dass niemand einfach bei jemandem ins Feld gehen darf und einmal rechten darf und arbeiten gehen darf. Und es bedeutet, ihr müsst gucken, wo man lebt. Das heißt, ihr müsst lernen, wie ihr nicht arbeiten gehen sollt. Das heißt, ihr versteht dann nichts, was es ist. Ihr müsst höher gehen und sagen, wo kann ich unterstützen, nämlich bei mir selber im Feld. Und damit arbeitet ihr das Feld selber. Das heißt, euer Feld ist euer Feld und in dem Feld habt ihr zu arbeiten und nirgendwo anders. Und wenn ihr Sitzungen gibt, das heißt Klientensitzungen habt und unterstützt den anderen, in seinem Feld höher zu kommen und bewusster zu werden, unterstützt ihr ihn, aber ihr geht nicht im Feld arbeiten bei jemand anderem. Ihr sagt nicht, der muss da rein, ich rechte da jetzt drin rum und guck mal, was bei dir passiert. Und das bedeutet, ihr müsst es verstehen, weil es tatsächlich welche reden. Es reden Leute sowas. Und ich kann nicht verstehen, wie die Leute sind, weil ich nicht verstanden habe, wer ihr seid. Das heißt, ihr müsst lernen, was es ist. Und es bedeutet, dass ihr verstehen müsst, wo ihr hingehen sollt. Ihr solltet verstehen, wo ihr hin wollt, weil ihr verstehen müsst, wo ihr hin wollt. Und damit sollt ihr lernen, was es ist. Und ihr müsst verstehen, dass das Rechtler was anderes ist. Und das soll ich sagen, weil die Erde sagt, ich möchte den Erdengruß durchgeben, weil die Erde sagt, ihr habt das nicht verstanden, nämlich dass ich nicht von euch gearbeitet werden muss. Die Erde hat ein hohes Selbstsystem gehabt, das über Helfer läuft. Das heißt, das Helfersystem ist in der Erde und die Erde hat Sachen in der Erde, die sie arbeitet. Das heißt, da sind spirituelle Welten drin und diese spirituellen Welten müssen zubleiben für jene, die sie kaputt machen. Das heißt, da muss nicht gerechtet werden. Und das sind Wache gewesen, die da gearbeitet haben, weil sie arbeiten in der Erde und damit müsst ihr verstehen, wie die Erde funktioniert, weil ihr es nicht verstanden habt. Das heißt, da gibt es eine Lehre, die Leute gehabt haben, weil sie was verstehen sollten und es dann missbraucht haben, weil sie es zu verstehen hatten und zu kaputten. Ich heiße euch willkommen, wenn ihr versteht, was es ist und sagt, oh Gott, die ganze Lichtarbeiterindustrie ist nicht aufgewacht, sondern arbeitet jemanden, den sie nicht arbeiten sollen. Und das muss mal jemand verstehen. Das heißt, ihr habt nichts aufgepasst. Ihr habt es nicht aufgepasst. Da sind welche gewesen, die aufpassen hätten müssen. Und das bedeutet, da sind Felder gewesen, die hätten rechten müssen und die haben kaputt gemacht. Das heißt, ihr müsst lernen, dass die Erde nicht will, mit euch zu reden, weil sie gerade keinen Bock hat. Und da sitzt eine Fälschung drin und die Erde ist falsch besetzt worden über 8 Jahre, die sie nicht arbeiten kann. Und da sind Welten drin, die sie nicht arbeiten will. Das heißt, da sind Sachen in der Erde, die nicht arbeitet. Und das heißt, die Erde geht kaputt, wenn ihr in der Erde arbeiten geht. Ihr habt in der Erde nichts zu arbeiten, weil die Erde ein Selbstheiler ist. Und das bedeutet, die Erde hat eine hohe Rechte bis auf die Erdakupunktur, da kann man Unterstützungsfelder legen, aber nur, wenn man sie kann. Und das bedeutet, Erdakupunktur kann die Achse verändern und deswegen muss die Achse heile bleiben in der Erde. Das sind Sachen, die heile bleiben müssen, weil wir sonst kein Arbeitsleben mehr haben. Das heißt, da sind Sachen in der Erde, die sie nicht reden. Das bedeutet, ihr müsst verstehen, dass die Erde hoch ist und die Erde eine hohe Frucht hat. Die hatte eine hohe Frucht und muss erstmal wieder aufbauen, bis es dauert. Das heißt, es dauert 8 Jahre, bis sie recht hoch ist. Das heißt, der Aufstieg ist gestanden, der ist gestanden durch den Helfer. Und damit müsst ihr verstehen, was das Helfer ist. Nämlich das Helfer, das bedeutet, ihr habt das nicht verstanden, wie die Arbeiter sind in der Rechtler. Ihr könnt nicht glauben, was es ist. Das bedeutet, ihr müsst verstehen, wo man nicht reden darf. Das heißt, ihr könnt nicht überall reden gehen und überall sagen, hier muss was reinreden, da muss was arbeiten gehen, hier muss jetzt jemand rechten. Das ist Schwachsinn. Und damit sage ich Nein zu all dem, was da gearbeitet wurde. Und ihr müsst verstehen, dass Leute nicht verstehen, wie die kaputt machen. Das heißt, ich habe eine geniale Rechte gehabt, weil ich mit welchen gearbeitet habe, nämlich in der Klinik, die verstanden haben, da war ein Arzt, der hat verstanden, wie die Felder rechten und dass die Felder gearbeitet haben und uns kaputt machen und es Leute gibt, die kämpfen und kämpfen. Das heißt, er hat es verstanden und hat gesagt, alles klar, dann arbeiten wir mal mit ihm und gucken, was wir arbeiten können. Und damit ging was richtig Großes raus. Und so müssen wir arbeiten. Das heißt, wir müssen die Felder sauber halten und hochhalten, damit wir heilig und gesund leben können, weil wir sonst nicht mehr gesund sind, sondern die ganze Zeit damit beschäftigt werden, den rauszuschmeißen, den rauszuschmeißen, den rauszuschmeißen, den rauszuschmeißen, den rauszuschmeißen, den rauszuschmeißen. Und es das bedeutet, dass man heftig nicht drehen konnte. Das ist schwer gewesen, was es ist, weil die Psychiatrie richtig vollgesetzt ist mit Leuten, die welche haben oder gearbeitet werden und kaputt gehen, weil sie eine Psychose entwickeln oder was anderes Krankes haben, weil sie was haben, weil sie andere Leute haben. Und damit müsst ihr verstehen, das ist heftig. Das ist heftig. Das ist schwer. Das ist schwer.
Und damit müssen viele Leute lernen gehen und verstehen gehen, dass sie das gesamte Feld überhaupt nicht rechten müssen. Das heißt, sie müssen das überhaupt nicht arbeiten. Ich will verstehen, wie man das machen sollte, wenn man einen Job hat und arbeiten geht und die ganze Zeit durchrechten muss, damit man nicht kaputt geht. Das bedeutet, das ist schwer, was es ist. Und das ist Rechtle. Das bedeutet, ihr müsst lernen, was es ist, weil Leute reden die ganze Zeit und versuchen zu üben, um zu gucken, was andere rechten. Das heißt, das ist schwer. Das heißt schwer. Da gehen Leute gar nicht kaputt und da gibt es ein neues Rechtler und da gibt es ein neues Rechtler, was rechtet und es dauert 3 Jahre, bis es hochkommt. Und bis dahin müssen wir sagen, werdet bewusst, hört auf damit, lasst uns in Ruhe, wir machen euch dicht. Das bedeutet, ihr könnt nicht arbeiten gehen, wenn ihr das arbeiten gehen wollt. Ihr müsst lernen auf der Rechtle. Das heißt, die Erde hat die Schnauze voll und sagt zu, weil sie sitzt in der Welte. Das hat niemand zu arbeiten und da sitzt einer in der Welte, die in der Welte nichts zu suchen hat. Und das bedeutet Lache. Das ist schwer, was es ist, weil das neue Leute nicht können. Und das bedeutet, das sind Leute, die sie nicht arbeiten gehen sollten. Ihr müsst verstehen, was es ist. Das sind kranke Leute gewesen, die hier unterrichten. Ich möchte wissen, wo sie sitzen, weil das Leben so schwer krank geworden ist. Und ihr müsst lernen, was es ist. Und damit sage ich, das Video ist schwer, weil ich sagen sollte, was es ist, damit ihr lernt, das Leben in Ruhe zu lassen und in eurem Feld zu arbeiten und zu gucken, wie ihr erhöhen könnt, aber nicht auf Kosten von anderen. Das bedeutet, ihr könnt die Leute nicht einfach ausbauen oder ausklauen oder rausrechten. Das bedeutet, ihr nehmt Sachen von anderen, die anderen gehören und lebt ein Leben, was nicht euer ist. Und das ist schwer, was es ist, weil sie es verstehen müssen. Und das ist das Spirituelle, was ich reden muss, weil ich es reden muss, weil es schwer ist. Und das bedeutet, dass Leute das nicht arbeiten gehen können. Und damit habe ich was rechtlich. Das heißt, ihr könnt was nicht arbeiten und könnt was nicht arbeiten, weil ihr was nicht arbeiten könnt. Und das bedeutet, ihr müsst lernen. Und das müsst ihr lernen. Und damit sage ich jetzt schönen Gruß an euch. Das war ein Gruß von der Erde und von mir, weil ihr Leben lernen müsst. Und ihr müsst Leben lernen. Und damit müsst ihr süßer werden. Das heißt, ihr müsst Leben lernen, wie das Leben ist und was Arbeiten, was richtige Arbeit ist. Und damit müsst ihr gucken, was verstanden werden kann und wo man unterstützt werden kann. Und das bedeutet, ganz viele haben zu lernen. Und ich hoffe, dieses Video gucken ganz viele, die spirituell gearbeitet haben, aber überhaupt nicht Ahnung haben davon, was wir im Leben überhaupt brauchen und warum es da ist. Und das bedeutet, es gibt Sachen, die sind da, damit wir heile sind und gesund sind und nicht Raubbau bereiten. Das heißt, der Raubbau an Menschen findet jetzt statt, genauso wie an der Erde. Ich bitte euch, ihr müsst verstehen, wo ihr landet, nämlich in der Psychiatrie. Das bedeutet, das sind Krankheitsgrade, die gearbeitet werden, wo Leute nicht mehr hinterherkommen und irgendwann nicht mehr können, sondern kaputt gehen. Und ich will wissen, wie viele kaputt gegangen sind in den letzten Jahren, weil es Bewusstsein war. Und wir waren auf einem guten Pfad, aber der Pfad ist kaputt gegangen durch die Rechtler. Das heißt, da sind zu viele gewesen, die es gearbeitet haben und die durchrechten und durcharbeiten. Das heißt, das stellt durch. Und damit müsst ihr bewusst werden und sagen, ich kann hier nicht arbeiten, weil ich hier nicht arbeiten kann und ich will hier nicht arbeiten, weil ich hier nicht will. Und damit müsst ihr frei werden. Und das bedeutet, ihr müsst frei werden, wenn ihr, da soll ich nicht reden. Das ist schwer, was es ist. Weil es schwer ist, weil es schwer ist. Und das bedeutet, die Psychiatrie hat es noch nicht gerechnet. Das heißt, die Psychiatrie hat es schwer, weil sie nicht versteht, dass manche Leute keine Psychose haben, aber Felder haben, die kaputt sind durch andere. Und das müsst ihr verstehen. Und das ist das, was die Psychiatrie verstehen muss, dass es beides gibt. Und damit gibt es beides. Und damit muss die Psychiatrie was lernen, nämlich von uns lernen, nämlich von uns Spirituellen, die was anderes reden können, weil sie keinen Wahn haben, aber eine Empfindung in ihrem eigenen Feld und sagen, da ist was drin, was da nicht reingehört, was da nicht reingehört, helfen Sie mir. Und da muss die Psychiatrie, ah, oh, dann helfen wir ihnen. Wie können wir ihnen helfen? Ich weiß, wie es rausgeht. Und so, plück, raus. Damit geht es raus. Und damit müsst ihr lernen, was es ist. Das heißt, wir müssen Unterstützer haben in der Psychiatrie, die das verstehen und verstehen, wenn es keine Menschen sind, die kaputten. Die gibt es mir auch in der Psychiatrie, die richtig psychischen Schaden haben und andere Leute richtig kaputt machen und richtig kaputt machen. Das heißt, die müssen in die Psychiatrie, weil die in die geschlossene möchten. Und damit müsst ihr lernen, was es ist und was ist. Und das bedeutet, dass das fies ist, was das fiese ist. Und dann müsst ihr lernen, wo wir sind und was gewesen ist und was arbeitet. Und das sollte ich sagen. Und damit sage ich viel Spaß beim Gucken. Ich hoffe, ihr lernt und ihr habt einen schönen Tag. Alles Liebe euch.